Um es kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Fai Rong zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein. Du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Fifth Freedom bei allen, außer Fai Rong. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Ja, und damit kommen willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Nummer 1. Aha. Näher können wir so nicht ran. Lambert hat Angst, Fai Rong zu verschrecken. Das wird schon klappen. Geben Sie Ihr Bestes. Ich will keinen Krieg. Ich gebe immer mein Bestes. So, was haben wir denn hier? Hier wird geschossen! Erzähl doch nicht. Kommt doch gleich noch um die Ecke. Right! So, wer hat das jetzt hier gemeldet? Hat der eine Tasche bei gehabt? Wer hat denn hier das Maul so aufgerissen? Er da? Kann ja wohl die Wahrheit sein, wa? Oh! Oh, schönes Stück Fleisch, wa? Mann, Mann, Mann! Kicher. Hätten wir uns das jetzt sparen können? Fragezeichen. Ist bestimmt Medikits, oder? Nee. War ja irgendwie nicht so dolle, wa? Na, wir gucken mal hier weiter. Okay. Hä? Müssen wir doch darin? Also Klos waren ja nur Quatsch. Also müssen wir hier rinnen. Aber wir sind ja hier schon wieder draußen. Ah, gibt's eine Leiter? Oh, lol, lol, lol. Aha. Fischer, du wirst vor jeder Menge Türen stehen, die durch Codefelder gesichert sind. Du kannst dich nicht auf erpresste Informationen verlassen. Du musst improvisieren. Aha. Was heißt denn das jetzt? Steht doch gleich einer da und ballert.
So. Mhm. So, da müssen wir rein, wa? Ja, ich habe auch die Genehmigung für Gewaltanwendung. Hehehe. Oh. Ist hier ein offenes Fenster? No, wir machen mal hier so rüber, wa? Mal schauen. Aha. So, ich denke mal, ich kann mich fallen lassen. Ich speichere trotzdem. Alter, knapp. Muss ich ja. Nee, geht ja nicht. Hä? Muss ich da rein oder was? Nee. Doch. Licht aus. Wir haben eine Idee, was wir mit den Codefeldern der Türen machen können. Die durchschnittliche Temperatur in der Botschaft könnte niedrig genug sein, um einen Temperaturunterschied auf den Codefeldern zu sehen. Es wäre einen Versuch wert. Nur durch diese Türen kommen wir weiter. Was sind das für Lampen? Sind denn das für Lampen, Alter? Ja, die ist bestimmt zu. Ja. Codeschloss. Das ist ein Medipack. Oberst, die letzten Speichersticks sind gelöscht. Machen mit den Festplatten weiter. Bitte? Hier wird nicht unbedingt was gelöscht, was ich vielleicht noch brauche, ja? Also. Was ist denn das hier? Aha. Lustige Kanonen stehen auch wieder rum hier. So, jetzt muss ich da ran, wa? Und nun da. Bin ich denn hier? Aha. Idiot, was? Ist doch kaputt. Wir können Daten aus den Trümmern bergen. Platten müssen gelöscht und zerstört werden. Jawohl. Die sind ganz schön stinkig, wa, die Kollegen? Eindringling! Jetzt wird hier nichts mehr gelöscht. Aber Licht ist ein bisschen dolle. So. Ein Täschchen bei. Sagen Sie den Männern, dass wir die Genehmigung für Gewaltanwendung haben. Mögliche Feinde sind unverständlich.
Zugang zu Fairongs Daten erzwingen. Na, hier machen wir. War irgendwie alles nicht das Richtige. Auch nicht. Mhm. Aha. Ach so. Tür öffnen. Das ist er, wa? So sahen früher mal Computer aus. Also vor 10 Jahren. Grimm, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wie viel wir noch benutzen können. Ist fast alles gesäubert. Lambert, sieh mal. Oh Mist. Sie haben das Americium 239 gefunden. Sind gleich zurück, Fischer. Was haben Sie gefunden? Neues Missionsziel, Fischer. Da ist ein LKW-Konvoi in einem Lagerhaus auf dem Botschaftsgelände. Sorge dafür, dass er nie losfährt. Ich weiß, du hast nicht genug Sprengsätze, aber... Aber alles mit einem vollen Tank. Ist eine Bombe, die auf einen Zünder wartet. Muss ich auf Strahlung achten? Die Komponenten sind nicht zusammengesetzt. Es wird keine Kettenreaktion geben. Ja, na klar. Machen wir nebenbei, wa? Hier kommt Feierung! Alle Einheiten, Alarmstufe Rot! Wiederhole! Alarmstufe Rot! Nikolaze hat uns verraten! Ich will, dass dieser Konvoi Marschbereitschaft herstellt! Boah, ist ja eine furchtbare Stimme, wa? Das ist bloß ein Abstellraum, wa? Gib's Medipacks. Ja. Gib mir all die Medipacks. So, Munition. wir werden mal eins einwerfen. Ich höre Schritte. Geh mal da hinten gucken, wa? Was ist denn da? Hier ist gar nichts. Nicht mal ein Schalter? Ist da ein Schalter? Nee, ohne, auch kein Schalter. Na gut. Da steht einer. Da steht noch einer. Da geht einer. Hä? Ey, dein Kumpel liegt da. Abspeichern. Speichern. Müssen wir jetzt höher? Ne, höher geht nicht. Frage wurde gerade. Sie halten eine Person fest, die verhört werden muss. Halten Position. Und ich höre schon wieder lustige Dingsbums. Auf Sicherheitssystemen. So ein Mist! Wo hat mich jetzt... Das war eine scheiß Kamera. Und keine Mine, verdammte Kacke. Wo ist denn die? Einer unserer Männer wurde getötet! Na!
So, ich würde gerne wissen, wo die scheiß Kamera ist. Ich sehe sie nicht. Sicherheitssysteme zeigen Feindaktivitäten. Wird ja wohl jetzt keiner kommen, wa? Wo ist denn die scheiß Kamera? Muss doch eine Kamera sein. Ach, da. Oh. Drecksteil. Hier voll in die Rand. So. Der zuckt noch. Naja, lass mal zocken. Hier schläft irgendeiner. Könnte sein. Tatsache. Kann man irgendwie ausschalten? Alles klar, man kann sie ausschalten, man muss sie nie ausschalten oder so. Naja. So, ja, wir wissen ja, dass eine Kamera ist. Wo war die doch gleich hier irgendwie, wa? Machen wir erstmal den hier. Da ist er. Jetzt nicht mehr. Das heißt natürlich, dass wir jetzt auch mehr Gegner haben, wa? Also, die kamen von unten oder von oben. Was ich jetzt mit den Typen mache, weiß ich allerdings nicht. Ich höre Kampfgeräusche! Und gib mal eine Tasche bei. Nee. Na. Ja, ist ein Quatsch. Braucht sie Kim wie die Kid aufsparen. So, das war sicherlich dann die andere Tür. Die wir da auf dem Gang gesehen haben. Zheng, Liang, wir ziehen in Kürze ab. Verlagert die Patrouille in die Haupthalle. Das ist jawohl. Sehr vernünftig. Benutzt das Wärmebildgerät, Fischer. Damit kannst du mögliche Hitzesignaturen auf den Codefeldern sehen. Auf jeden Fall rennen hier, glaube ich, 100.000 Leute auf dem Flur gerade rum. So, was soll ich benutzen? Die Wärmebild? Wärmebild. Und Codeblock. Nö. Ich sehe gar nichts. Such dir einen hübschen Atombunker, Fischer. Du hast zu viel Zeit verschwendet.
Die Geschichte mit dem Wärmebildgerät war unser Schlüssel zum Erfolg. Ja. Aha. Na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Bitte bei der Zentrale meine Ablösung aktivieren. Ich brauche jemanden, der meine Patrouille übernimmt. Also muss man schnell raus da, damit wir die Wärmesignaturen Dingens. Feind wird angegriffen! Was? Feind wird angegriffen? Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Jas heben. Medikit nehmen. Ich denke mal, im nächsten Raum ist der Trigger. Zheng, Liang, wir ziehen in Kürze ab. Verlagert die Patrouille. Ja, macht. In die Haupthalle. Jawohl. Können wir mal gucken, wa? Oder so. Vorsicht! Verdammt, Fischer. Das war eine größere Schlappe, als du dir vorstellen kannst. Ja, ich weiß auch warum. Weil die Typen müssen ja da draufklicken, ne? Jawohl. Nee. Benutzt das Wärmebildgerät, Fischer. Damit kannst du mögliche Hitzesignaturen auf den Codefeldern sehen. Geht die Tür nochmal zu? Ja und nu? Das war falsch. Du und du. Und du. Hä? Wie jetzt? Jawohl! Benutzt das Wärmebildgerät, Fischer. Damit kannst du mögliche Hitzesignaturen auf den Codefeldern sehen. Macht das ganz anders. Bin hinter dir. Kuckuck. So. Wärmesignatur am Arsch. Da oben ist auch noch hin. Wie geht mein das? Ja. Da oben ist auch noch hin. Aha. Minded. Okay, was mal noch ein Medikit. Was ist denn das da für eine Tür? Aha. Ich kann irgendwie hochspringen, irgendwie hochhangeln. Aha.